der Waage die Grammzahl messen? So klappt es. Jetzt gibt's etwas hinter die Löffel. Denn mithilfe des Löffelprinzips kannst du schnell und genau die Grammzahl ganz ohne Waage messen. Alles, was du brauchst, ist ein Teelöffel oder ein Esslöffel. Hier ein paar Beispiele. Ein gestrichener Teelöffel entspricht 4 Gramm Zucker, 5 Gramm Salz oder 3 Gramm Backpulver. Ein gehäufter Teelöffel entspricht einfach das Doppelte. Ein gehäufter Esslöffel entspricht 15 Gramm Mehl, 20 Gramm Zucker oder 20 Gramm Salz. Und ebenfalls ganz einfach, auf einen Esslöffel passen 10 Gramm Haferflocken. Ein Esslöffel Wasser oder Öl entsprechen etwa 15 Milliliter. Ein Teelöffel davon ca. 5 Milliliter. Waage kaputt? Problem gelöst. Vergesst mir nicht zu folgen und das Video zu liken. Dankeschön, euer Schmecksalack.